So, meine Freunde, geht es wieder weiter hier mit Let's Play Harry Wayne in Hassans Laden. Wir sind Mr. Scott Shelby und wir sind Columbo. Nein, Quatsch. Also ein bisschen, ne? So ein bisschen, ja. Also ein bisschen viel dicker. Ach ja, und wir wollen ja einen Inhalator kaufen. So. Da ist es doch schon. Asthma-Spray. Guten Abend. Noch einer. Betritt den Laden. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine Scheißspielchen. Oh. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Oh oh. Scheiße, bist du taub? Ja, ist er. Mach jetzt die Scheißkasse auf, Mann. Ich komme geschwind. Durch Nacht und Wind. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Okay, ich komme. Sie kriegen von hinten. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deine Scheißaugen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie werden mir mein Geld. Oh. Fuck! Weg damit! Los! Shit, bin ich da irgendwo gegengekommen. Kacke! Hände hoch! Will ich sie hochmachen? Keine Bewegung oder ich schieße. Okay. Er hat eine Knarre. Das ist nicht gut. Okay, wie ist dein Name? Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Komm, du willst das doch gar nicht, die Kohle. Sei vernünftig, Junge. Hey, das ist es nicht wert. Weg mit der Waffe. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Wir müssen... Wir drohen ihn. Ich glaube, Sie machen da den größten Fehler Ihres ganzen Lebens. Drücken Sie ab. Und Sie werden es... bereuen. Ja? Ich glaube eher, Sie werden es bereuen. Oh oh. Soll ich... Hey! Wollen Sie mich töten? Wirklich? Und dann? Sie meinen, Sie kommen damit durch? Tun Sie es und auf Sie wartet der elektrische Stuhl. Sie machen mir keine Angst. Ich hab hier die Knarre. Okay, Junge. Ich möchte, dass Sie die Waffe in die Tasche stecken und aus dem Laden gehen. Mein Freund und ich vergessen, was passiert ist. Und Sie kriegen eine zweite Chance auf ein anständiges Leben. Was meinen Sie? Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Und jetzt? Okay. Ist mein USB-Controller leer, so spannend war es. Eieiei. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber... Es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Hm. Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Er liegt einfach nur so rum. Ja, hartnäckig bleiben lohnt sich also. Immer schön aggressiv, den
Verbrecher stellen. Okay, es hätte auch in die Hose gehen können. Gebe ich offen zu. Oh, was ist das für eine Schönheit? Hallo, hallo. Ja, die Musik habe ich auch auf meinem Kanal. Ist eh nur Mist drin. Okay. Nette Wohnung. Nettes Apartment, würde ich mal sagen. Was hast du denn? 2.47 Uhr. Immer zur gleichen Zeit. Verdammte Schlaflosigkeit. Ich bin hundemüde, kann aber einfach nicht schlafen. Tja, das ist dann wohl... Ich brauche etwas Heißes zu trinken. Ja, wir erst mal mit im Bett schlafen und nicht, auf der Couch, dann kann man auch schlafen. Der Großstadtdschungel. Draußen wütet er. Und wir sind mittendrin. Nettes Licht. Hui. Okay, wo sind wir hier? Ach, guck mal, hier ist ja die Küche. Was haben wir denn hier? Ein paar belanglose Zeitschriften. Nichts Besonderes. Was haben wir noch? Was trinken? Der wird wieder wach werden. Das tut gut. Das tut gut. Aber so ein Kaffee wäre schon, damit er wieder wach ist, ne? Wenn ich mich mit etwas beschäftige, schlafe ich vielleicht ein. Oh, etwas beschäftigen. Naja. Du bist alleine, ne? Oh, ja, so ein Käffchen. Hey, was war die denn? Okay. Ich muss wirklich schlafen. Wie schwer kann es sein, einzuschlafen? Boah, nicht schwer. So, eine Tasse Kaffee rein. Damit du wieder wach wirst und nicht schlafen muss. Am nächsten Tag so Augenringe da. Obwohl, gesund sieht es ja nicht aus, ne? Ja, wir klettern, damit du wieder auch wach bleibst. So, was haben wir denn noch hier in diesem wunderschönen Häuschen? Auch von hier oben kann man ja. Häuschen, das ist ein Apartment. Was ist denn da hinten für eine Tür? Huch. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Ach, das ist Bad. Nettes Waschbecken.
Ja, nicht schlecht. Herr Specht. Herr Specht. Was hat der denn hier verloren? Deine Falte, deine Falte. Was ist das denn hier? Schlaftablettchen ohne Wasser. Na, Prost Mahlzeit. Hoffentlich schmeckt's. Joa, machen wir hier einen Schnitt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin.